Willkommen bei Montredo. Heute reviewen wir für euch die Zenith DeFi. Wenn ihr euch für UNO interessiert und noch mehr über UNO erfahren wollt, dann abonniert unseren Kanal und schaut euch unsere anderen Videos an. Wenn ihr auf der Suche nach der nächsten UNO seid, dann besucht uns auf montredo.com. Wie gesagt, heute sprechen wir über die schöne DeFi von Zenith. Die Variante, die wir euch hier präsentieren, ist aus schwarzer Keramik am Gummiband. Das ist meiner Meinung nach die coolste Kombination, die man sich für diese Uhr vorstellen kann. Ihr seht auch hier mit skelettiertem Zifferblatt und Display Caseback. Also ihr könnt sowohl von vorne als auch von hinten das Werk dieser Uhr betrachten. Und das ist auch schon das Sahnestück der Uhr, denn wir haben hier ein Werk, das ein Manufakturkaliber ist, also von Zenith selber gefertigt wird, das sich mega toll aufziehen lässt. Das ist mein persönlicher Favorite an der Uhr. Ihr könnt ja vielleicht mal kurz hören, wie sich das anhört. Ich hoffe, man hört es gut. Es ist butterweich, lässt sich toll aufziehen, lässt sich toll stellen. Wenn ihr von vorne reinschaut in die Uhr, sieht das wirklich spektakulär aus. Natürlich ist die Ablesbarkeit, also Legibility, nicht ganz die beste. Das liegt einfach daran, dass man hier schwarz auf schwarz gearbeitet hat. Das war vor ein paar Jahren, beziehungsweise ist immer noch so ein kleiner Trend, dass man da diese dunklen schwarz auf schwarzen Uhren macht. Mit ein bisschen Anstrengung geht es natürlich. Wenn es Nacht ist, um 2 Uhr morgens und stockduster draußen, ist es natürlich ein bisschen schwerer, die Uhr abzulesen. Nichtsdestotrotz ist das mehr eine Uhr, die man als Statement trägt und nicht wirklich, wenn man wissen will, wie spät es ist. Das macht sie aber wirklich, wirklich gut. Das Tolle ist, Zenith gehört ja zu LVMH. Das ist das gleiche Luxuskonglomerat, zu dem auch Louis Vuitton, Moët, Tag Heuer und Hublot gehören. Und die Uhr hat ja auch so ein bisschen dieses typische Hublot-Styling, allerdings ohne dass Hublot draufsteht. Und das ist ja, Hublot hat ja nicht unbedingt in der Watch-Community den allertollsten und besten Ruf. Da gibt es ja viele, die Uhren von Hublot durchaus für problematisch halten. Und da kriegt man halt so ein bisschen dieses Hublot-Styling zu einem günstigeren Preis mit einem tollen Inhouse-Movement und einfach in einer tollen Verpackung. Ne? Gerade hier, wenn man sich anschaut, auch noch dieses coole Keramik-Case, ist super leicht, lässt sich so gut wie gar nicht zerkratzen und ist für den Alltag wirklich, wirklich perfekt geeignet. Also mit der Uhr könnt ihr alles mitmachen. Die Uhr ist auch 100 Meter wasserdicht. Ihr könnt alles damit machen, was ihr im Alltag so vorhabt. Ist auch sehr versatile, gerade in dieser schwarzen Kombination. Schwarz ist ja eine Farbe, die so gut wie allem passt. Ihr müsst natürlich der Typ dafür sein. Ihr müsst dieses moderne Design mögen. Die Uhr ist sehr straightforward. Die Uhr ist ein Hingucker. Und dann seid ihr auf jeden Fall mit der Zenith hier ganz toll bedient. Wie gesagt, mein persönliches Highlight an der Uhr ist auf jeden Fall das Werk. Ist dieses butterweiche Aufziehen. Also wenn ihr da an der Krone dreht, das ist wirklich eine Freude. Ich bin ja auch so ein kleiner Fetischist, was die Haptik angeht. Und da punktet diese Uhr auf jeden Fall. Wenn ich euch überzeugen konnte, wenn ihr vielleicht euch auch die anderen Kombinationen, in der die DeFi erhältlich ist, angucken wollt, dann besucht uns auf jeden Fall auf montredo.com. Ansonsten freue ich mich über euer Interesse, dass ihr heute wieder zugeschaut habt und sagt, mach's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.